nächster Video, den ich selber gedreht habe und konzipiert habe hier in Berlin mit einem Regisseur, der nennt sich Robert Grischek. Und der Künstler nennt sich Tiger, kommt aus Kanada und die Single hieß Tiger in Cintereus und war eine Coverversion von Corey Hart, Sunglasses at Night. Und Tiger habe ich Mitte 90 kennengelernt als DJ und irgendwann hat er mir diese Coverversion vorgestellt. Ich fand es einfach grandios und zeitgemäß damals, glaube ich, 99 oder 2000. Und habe die Single auf meinem Label International Gigolo veröffentlicht. Und es wurde schnell nicht nur ein Clubhit, sondern ein weltweiter Charterfolg. Das ging sogar in England, in UK in die Top 20. Und in Deutschland war es auch Top 20. Damals war das noch wichtig in den Media Control Charts. Und ich habe sogar weiter lizenziert an eine große Plattenfirma. Und das Lustige war, oder das Interessante war, das wusste auch keiner bis heute, dass wir zwei Videos gemacht haben von dem Song mit großen Budgets, weil keiner wusste vom anderen, dass die zur gleichen Zeit ein Video drehen. Also ich habe ein Video hier gedreht in Berlin und dazu wurde Amanda Lepore aus New York eingeladen. Ich wollte, dass sie eben performt wie ein Roboter mit ihren Sonnenbrillen in der Nacht und das war ein ziemlich kostspieliger Video und wir hatten plötzlich zwei Videos fertig und das war eine Fehlkommunikation, aber es wurden beide Videos veröffentlicht und ich habe erst vor kurzem bei YouTube geguckt und sehe, dass mein Video 4,5 Millionen Klicks hat. Das war ich völlig schockiert, ich dachte, das kennt überhaupt kein Mensch. Aber ich denke, dass auch durch Tiger seinen Erfolg später und durch Amanda Lepore Zusammenarbeit mit David LaChapelle und anderen Künstlern. Ich denke auch immer, dass Amanda in so einer Factory-Zeit ganz sicher mit Andy Warhol verbunden gewesen wäre. Und eben ich das aufgegriffen habe, ich nenne es gerne spontane Einfall Gigolo Factory und habe mich um solche Künstler auch immer bemüht. Und Amanda war ja auch Firmenlogo von Gigolo später und eben da in dem Video performt für Sunglasses at Night und das war ein großer Erfolg für Gigolo und ein Start für ein Tiger, DJ Tiger seine Karriere weltweit. Mein Konzept war Amanda Lepore und das fand er überhaupt nicht interessant für sein Video. Er wollte natürlich selber da irgendwie gefeatured werden und ich war total von Amanda überzeugt und hatte die war schon im Flieger und dann hieß es plötzlich aus Kanada, das geht doch überhaupt nicht. Aber dann war die schon hier und ich habe wirklich erst nach Abschluss der Dreharbeiten hier in Berlin mit Amanda erfahren, dass die jetzt auch ein Video haben und wir dann ins Meeting gehen und plötzlich sind hier zwei Videos für viel Geld und es war echt verschenktes Geld, aber jetzt im Nachhinein, nach all den Jahren, ist es natürlich eine lustige Geschichte.